was wir uns anschauen wollen, ist, wie können wir DC-DC-Wandler regeln? Zunächst mal die Problemstellung. Was haben wir eigentlich? Das Problem, was wir haben, ist, wir haben hier irgendwo diesen DC-DC-Wandler als Block, der verbindet eine Eingangsspannungsquelle UE mit einer Last, hier vielleicht irgendwie so ein Widerstand, und wir wollen jetzt an diesem Widerstand eine Ausgangsspannung UA erzeugen. Und jetzt könnte es sein, dieser Lastwiderstand, was ich hier dargestellt habe, dass der nicht linear ist, sich verändert, oder dass sich zum Beispiel auch hier vorne diese Eingangsspannung ändert. Das heißt, wenn wir eine Regelung haben bei dem DC-DC-Wandler, wollen wir eigentlich über das Tastverhältnis, da werden wir jetzt die Schaltfunktion D von T einführen, wollen wir eigentlich versuchen, dass die Ausgangsspannung UA ungefähr gleich konstant gehalten wird, selbst wenn die Eingangsspannung und der Lastwiderstand variabel ist. Das ist sozusagen die grundsätzliche Idee. Das heißt, Ziel, wir wollen UA gleich konstant erreichen, falls UE und oder Erlast variabel sind. Das ist zunächst mal die ganze Idee. In der Leistungselektronik-Vorlesung hatten wir jetzt ganz grob uns erstmal unterhalten über eigentlich die Grundschaltung, bloß gesteuerter Betrieb. Und jetzt wollen wir den geregelten Betrieb angucken. Das heißt, wie kommen wir dazu, dass wir tatsächlich konstante Verhältnisse kriegen? Jetzt gibt es aber ein Problem, wenn wir uns diese DC-Wandler betrachten. Nämlich die Methoden der Regelungstechnik sind bloß anwendbar, zumindest die, die wir kennengelernt haben, erstmal auf lineare, zeitinvariante Systeme. Und unser Problem ist jetzt, ein DC-DC-Wandler ist eigentlich ein nicht lineares, zeitvariantes System. Das heißt, wir betrachten mal den DC-DC-Wandler als Blockschaltbild, beziehungsweise der geregelte DC-DC-Wandler als Blockschaltbild an dieser Stelle. Dann haben wir eigentlich Folgendes. Wir haben irgendwo eine Referenzspannung. Das ist unser Sollwert. Der wird verglichen mit einer gemessenen Ausgangsspannung. Das heißt, wir haben irgendwo eine Messung drin. Die misst eine Ausgangsspannung von dem DC-DC-Wandler. Das ist also hier unser Ist-Wert. Dann werden wir hier einen Regler haben. Der Regler wird jetzt irgendwie PI-Regler, PID-Regler, einer der bekannten Regler sein, vergleicht hier Sollwert mit dem Istwert und wird dann hier irgendwie versuchen, ein pulsweitenmoduliertes Signal zu erzeugen, was den DC-DC-Wandler ansteuern kann. Das heißt, alle DC-DC-Wandler, die wir kennengelernt haben, arbeiten irgendwie mit pulsweitenmodulierten Signalen. Das heißt, der Regler wird hier irgendeine Steuerspannung, die nennen wir mal UC, ausgeben und diese geht auf einen nichtlinearen Block. Und das ist der erste sozusagen, die Pulsweitenmodulator, Pulsweitenmodulation, wo dann hier ein pulsweitenmoduliertes Signal rauskommt. Das werden wir im Folgenden als Schaltfunktion D von T bezeichnen und dann werden wir hier tatsächlich unsere eigentliche Leistungsstufe haben. Das heißt, wir haben hier den eigentlichen DC-DC-Wandler, unseren Hochsitzsteller, Tiefsitzsteller und sonst was, der dann die Eingangsspannung UE verarbeitet und daraus die Ausgangsspannung UA macht. Das ist sozusagen auf regelungstechnischer Basis das Modell hier an der Stelle für einen DC-DC-Wandler, wenn wir das erstmal als Blockschaltbild betrachten. Und jetzt ist das große Problem eigentlich, dass wir hier diese beiden nichtlinearen Blöcke haben, PWM und die Leistungsstufe. Das heißt, wollen wir das jetzt regeln, haben wir das Problem, dass sowohl die PWM als auch die Leistungsstufe nicht linear sind. Deswegen habe ich die hier auch so dargestellt mit so doppelt gerahmten Blöcken. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir die Methoden der Regelungstechnik anwenden wollen, müssen wir jetzt irgendwie uns überlegen, wie können wir diese Blöcke umwandeln in etwas, das sich mit den Methoden der linearen klassischen Regelungstechnik beschreiben lässt. Sonst kann ich kein Bode-Diagramm ermitteln, ich kann keine Übertragungsfunktionen ermitteln und ich kann meinen Regler nicht systematisch auslegen. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem einen Regler finden kann, der funktioniert. Das heißt bloß, dass wir keinen einfachen Zugang damit haben mit den Methoden, die wir kennengelernt haben. Und genau das wollen wir aber machen in dieser Vorlesung. Das heißt, ich möchte Ihnen zeigen, wie kommen wir dazu, dass wir diese Elemente mehr oder weniger systematisch ersetzen können.
Und das heißt, wir brauchen also hier irgendeine Art der Modellbildung. Das heißt, hier zusammenfassend ist es irgendwo eine Modellbildung nötig. Und dort werden wir uns jetzt angucken, was tut diese Modellbildung. Und das machen wir am besten, indem wir uns die Simulation anschauen. Das heißt, ich habe hier mal Tiefsetzsteller an dieser Stelle modelliert. Das heißt, schauen wir kurz mal rein. Sehen wir, ich habe hier oben den Tiefsetzsteller mit einem idealen Schalter, einer Diode, Induktivität, Kondensator am Ausgang und einem Lastwiderstand von 5 Ohm. Tatsächlich habe ich hier noch die Elemente, hier den Kupferwicklungswiderstand der Induktivität und den Ersatzserienwiderstand des Kondensators mitmodelliert, damit es einigermaßen realistisch ist. Dieser Schalter wird jetzt hier pulsweitenmoduliert angesteuert. Das pulsweitenmodulierte Signal wird hier unten erzeugt durch diesen Block. Das ist im Prinzip bloß ein Komparator, der ein analoger Pulsweitenmodulator ist. Ich vergleiche ein Steuersignal mit einem dreieckförmigen Referenzsignal. Und immer dann, wenn das Steuersignal hier von seinem momentanen Wert größer ist als dieses dreieckförmige Referenzsignal, werden wir hier einen High-Pegel am Ausgang kriegen, ansonsten einen Low-Pegel. Das wird das machen. Und die Signale hier sind einfach über Quellen an dieser Stelle modelliert. Das heißt, dieses Steuersignal, was wir jetzt hier haben, wäre jetzt in unserem Blockschaltbild, wenn wir uns das kurz angucken, wäre in unserem Blockschaltbild die Spannung UC. Das geht nämlich auf den PWM-Modulator drauf und das PWM-Signal wäre jetzt hier dieses Signal D von T und das andere dort oben wäre die Leistungsstufe. Das heißt, tatsächlich kann ich die Spannung am Ausgangskondensator messen und das wäre unser Ausgangssignal. Das heißt, dieses Simulationsmodell in LTSpice beschreibt eigentlich gerade diesen Block, diese in Anführungszeichen Regelstrecke, die wir hier haben. Und deswegen wollen wir uns die mal angucken, wie sieht die aus. Und dann stellt man hoffentlich was Interessantes fest. Das heißt, wir starten mal die Simulation, mal die Ausgangsspannung und unten den Strom durch die Induktivität. Und sehen Sie schon, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier bei dem Steuersignal modelliert, es springt zu diesem Zeitpunkt 4 Millisekunden von einem Wert 0,5 auf 0,6. Das ist sozusagen wie eine Sprungerregung jetzt, also ein Sprungsignal draufgegeben auf meine Regelstrecke. Und das hier ist jetzt die Systemreaktion, die wir rauskriegen. Das heißt tatsächlich bei Tastverhältnis 0,5 würden wir erwarten beim Tiefsetzsteller, Ausgangsspannung ist ein Halbmal der Eingangsspannung, müsste um die 5 Volt sein. Hier ist es jetzt wegen der Verluste etwas geringer. Und bei Tastverhältnis 0,6 müsste ich an der Stelle 0,6 mal die Eingangsspannung 6 Volt am Ausgang haben, tatsächlich hier auch ein bisschen geringer, 5,8 Volt, was wir stationär kriegen. Was uns jetzt aber interessiert, ist sozusagen dieser Übergang. Was passiert, diese Reaktion? Schauen wir uns mal an, wenn wir hier reinzoomen. Und dann sehen wir hier sozusagen das dynamische Verhalten an dieser Stelle von der gesamten Schaltung. Ich habe oben diesen Sprung und dann sehen wir die Ausgangsspannung, die verändert sich so und das sieht aus im Prinzip wie eine PT2-Sprungantwort, so wie wir die kennengelernt haben in der Regelungstechnik. Das heißt, ich würde behaupten, dieses System verhält sich vom Eingang, PWM-Signal, Steuersignal eigentlich vor dem PWM-Modulator zum Ausgang, wie ein PT2-System. Tatsächlich aber, und da gucken wir mal in den Stromverlauf rein, wenn ich noch näher rangehe sozusagen, sehe ich, das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern ich habe zwar dieses langsame PT2-Verhalten, aber ich habe hier trotzdem noch diese hochfrequente Welligkeit drin. Und das ist jetzt sozusagen das, was unser System oder die Modellbildung so problematisch macht. Das ist eigentlich ein geschaltetes System und deswegen ein nichtlineares System. Das heißt, wir können zwar erahnen, irgendwo, es sieht aus wie PT2-Verhalten, aber tatsächlich ist das ein geschaltetes System, weil abwechselnd entweder der Schalter oder die Diode leiten werden. Aber tatsächlich ist das jetzt schon ein Ansatz. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir haben kennengelernt, wie ich ein PT2-System die Sprungantwort ermittle. Ich könnte hieraus jetzt schon ein Modell ermitteln. Ich weiß, die Sprunghöhe ist 0,1. Ich gehe mit einem Sprung der Amplitude 0,1 auf mein System drauf und könnte dann sagen, okay, ich kriege die Ausgangsreaktion von diesem Nullwert, springt das auf diesen Wert, könnte die Parameter bestimmen, Schwingungsdauer, Dämpfung und könnte damit mein PT2-Modell erstellen.
Das wär sozusagen die Minimalmöglichkeit, die ich hätte, um Regler aufzustellen. Tatsächlich wollen wir uns angucken, wie wir das anders machen können. Und der Trick dazu ist, dass man jetzt beobachtet, tatsächlich, wir haben hier zwei unterschiedliche Dynamikbereiche. Ich habe auf der einen Seite, sehen wir hier so einen langsamen Dynamikbereich, im Millisekundenbereich ist dieser Einschwingvorgang. Und ich habe aber einen schnellen Dynamikbereich bei der Schaltfrequenz. Sehen wir hier, in dem Fall Schaltfrequenz, das läuft mit 100 Kilohertz. Das ist eine viel, viel höhere Dynamik, da ändern sich die anderen Werte bloß ganz langsam. Und die Idee ist jetzt die, ich vernachlässige bei meiner Modellbildung diese hochfrequenten Änderungen und arbeite nur mit den langsamen Signaländerungen, und zwar mit dem arithmetischen Mittelwert der Signale. Das ist der wesentliche Schlüssel, um so DC-DC-Wandler zu modellieren. Ich führe neue Signale ein, und diese neuen Signale sind jetzt hier nicht die eigentlichen Zeitverläufe, sondern deren gleitender Mittelwert. Das heißt, wenn wir das betrachten hier, diese Simulation, werden wir jetzt anders vorgehen. Wir werden jetzt modellieren den DC-DC-Wandler, indem wir die eigentlichen Signalverläufe ersetzen durch ihre gleitenden Mittelwerte. Dabei verlieren wir Informationen über diesen hochfrequenten Schaltvorgang, aber wir werden sehen, dadurch wird es uns möglich sein, Ersatzschaltbilder aufzuzeichnen. Ich kann dann ein Ersatzschaltbild machen, was keine Schaltvorgänge mehr hat, und dann können Sie in LTSpice direkt das Bode-Diagramm ausmessen. Das können Sie so nicht. Sie könnten direkt das Bode-Diagramm ausmessen, damit einen Regler dimensionieren. Sie können aus diesem nicht-linearen Ersatzschaltbild ein MATLAB-Simulink-Blockschaltbild machen. Auch ein nicht-lineares erstmal, aber, und dann können Sie es linearisieren und können Kleinsignalübertragungsfunktionen ermitteln. Ich werde nicht bei allem jetzt ins Detail reingehen, ich möchte Ihnen bloß die Idee zeigen, die jetzt dahinter steckt. Deswegen gucken wir uns das an. Was machen wir jetzt hier, wenn wir zur Modellbildung kommen? Das wird also das sein, was wir uns angucken. Die Modellierung erfolgt jetzt in zwei Schritten. Das heißt, wir werden sagen, erstens, wir führen diese Mittelwerte ein, gleitende Mittelwerte. Das heißt, Signale werden als gleitende Mittelwerte dargestellt. Das heißt, ich mache eigentlich sowas wie eine Signaltransformation. Aus einem Signal x von t wird jetzt Folgendes. Das Signal x von t wird jetzt ersetzt durch ein Signal x quer oder x mittel von t. Achtung, das ist weiter eine Zeitfunktion. Und diese Zeitfunktion wird sich berechnen über 1 durch t mal das Integral über eine Periode, zum Beispiel von t minus t bis t, über das ursprüngliche Signal x von tau d tau. Dieses Integral beschreibt dann sozusagen einen Transformationsprozess, der dafür sorgt, dass wir nicht mehr mit den momentanen Werten rechnen, sondern mit den gleitenden Mittelwerten. Was bedeutet das? Was das bedeutet, können Sie im Skript sehen, beziehungsweise wir zeichnen es hier kurz auf. Das bedeutet, wir rechnen zum Beispiel für den Strom in der Induktivität mit anderen Größen. Der Strom in der Induktivität wird eigentlich so ein dreieckförmiger Verlauf sein. Wenn wir hier IL von T betrachten, das wäre dieser Verlauf. Und wenn ich jetzt sage, ich rechne mit dieser Formel den leitenden Mittelwert aus, dann kriege ich eigentlich Folgendes. Ich kriege diesen Verlauf x' von t und habe damit dann mehr oder weniger diese Welligkeit vernachlässigt. Das ist der Ansatz, den wir machen werden. Und dadurch kriegen wir dann hier an der Stelle die Möglichkeit, werden wir nachher sehen, dass die Schalter verschwinden und durch Quellen ersetzt werden. Das führt dann auf ein nicht-lineares Großsignalersatzschaltbild für unsere Schaltung. Das wird der erste Schritt sein. Das führt dann hierzu, dass wir hier haben dann ein nicht-lineares Großsignal Modell. Achtung, das wird weiterhin ein nicht-lineares Modell sein, aber es wird nicht mehr zeitvariant sein. Das ist der wesentliche Vorteil. Das ist dieses im Englischen als Averaging bezeichnete Vorgehen, sagen wir manchmal als Circuit Averaging. Das ist eine der Techniken, wie man sozusagen systematisch zu Kleinsignalsatzschaltbildern von leistungselektronischen Schaltungen kommt. Und im zweiten Schritt werden wir dann, das haben wir auch kennengelernt in der Regelungstechnik, das erhaltene Ersatzschaltbild linearisieren. Das heißt, dann werden wir eine Linearisierung durchführen und dann haben wir ein LTI-Modell. Das wollen wir uns jetzt angucken. Das heißt, ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wenn wir das hier anwenden, wie diese beiden nicht-linearen Blöcke PWM-Modulator und
die Leistungsstufe dann zunächst zu einem nichtlinearen Großsignalersatzschaltbild werden. Und dann im zweiten Schritt, wie wir das linearisieren können, um dann die Kleinsignalübertragungsfunktion kriegen zu können. Tatsächlich in der Praxis, das Wichtigere ist dieses nichtlineare Großsignalersatzschaltbild. Weil dann kann ich die Dynamik schon simulieren lassen. Dann bin ich quasi fertig, weil dann kann LT-Spice mein Bodhi-Diagramm ermitteln und ich kann die Methoden anwenden, die ich kennengelernt habe in der Regelungstechnik.